Naja, auf jeden Fall, ich finde die beste Pizza im Tiefkühler. Abgesehen von diesen Gustuva Rivovante oder wie die heißen. Die habe ich noch nie probiert, aber das ist cool. Bei mir. Das ist so borderline racist, Alter. Bei mir heißen die denn? Gustavo Rivovante. Ich nenne ihn bis heute so, ne? Achso, okay. Ich will es nochmal hören. Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Bitch Parker, der erste Joyer, Dominik Reetzmann. Horst Parker, Car Parker, Car also Enjoyer, Gary Deller. Horst Enjoyer. Wine Drinker. Enjoyer. Sauvignon Blanc, Connoisseur, Bier, Kevin Teller. Und in der rechten Ecke. Das Leichtgewicht aus Berlin-Marzahn. John Dustin, die Eisenkröte. Schweiger! Da hab ich vergessen, wie er mit Nachnamen heißt. Da hab ich den Schweiger gesagt. Let's go! Dass ich beinahe bei Voice of Germany gewesen wäre. Als Tänzer? Nee. Als Tänzer, oder? Bei Voice of Germany. Also, es war kein Witz, ganz kurz, weil ich glaube, die Leute haben meine Musical Appearance als ein eingespieltes Bild von Hollywood gedacht. Ich habe wirklich vorhin JD vorgestellt als Gast. Wir haben heute mal wieder jemanden. Du hast ja immer eine Story unterbrochen. Martin, wie geht's dir? Ganz kurz, hast du gerade meine Voice of Germany Story gecuttet für den Tee? Ich muss wirklich sagen, das wirklich, das betrachte ich bis heute als einen meiner größten Geniestreiche, dass sich jemand sagt, hey, hier ist John Dustin Martin. Martin, wie geht's dir? Dass er einfach den Nachnamen nimmt, aber weiter. Also da muss ich sagen, ich glaube, dass der nicht wieder rankommt.